Sodala, damit herzlich willkommen zurück zum Elend. Ich habe leider immer noch nicht so richtig eine Ahnung, was ich hier eigentlich machen soll, also wie ich hier rauskomme aus dieser lustigen Höhle. Und deswegen wollte ich erstmal das ganz locker angehend hier erstmal kurz vielleicht ein bisschen Moment der Stille genießen und mich mal kurz auf die wahren Werte konzentrieren. Ne, das Lustige ist, ich nehme das hier tatsächlich wenige Stunden, also naja, was heißt 12 Stunden nachdem der letzten Aufnahme auf, einfach weil ich mal in aller Ruhe checken wollte, ob ich hier noch was machen kann. Weil nur durch die Gegend zu rennen hat ja beim letzten Mal wie nicht so viel Erfolg gebracht und gegen das wie kämpfen kann ich ja auch nicht. Also ich könnte mich jetzt auch heilen, weil ich könnte irgendwas essen, aber das bringt sowieso nichts, weil ich kann hier glaube ich in der Höhle nicht speichern. Doch, ich kann hier speichern. Okay. Jetzt auf einmal kann ich speichern. Vorhin konnte ich es nicht, das war ein bisschen dämlich. Aber ich habe glaube ich sowieso nicht mehr zu essen bei, oder? Ja, aber für die schon Dingsbums. Weiß ich ja nicht irgendwas über Ungeheuer. Weiß ich irgendwas über Kikimon Königin? Stille, feuchte, dunkle Orte, wo sie ungestört Eier legen kann. Sie schadet ihre Nachkommen, bla bla bla. Resistent gegen alle Effekte durch den sehr dicken Panzer, lässt man der Kikimonke nur schwer gewonnen, egal ob das Schwert aus Silber oder Stahl ist. Die bewegt sich sehr langsam, das ist ihre einzige Schwäche. Ein einziger kann einen Menschen niederschlagen und töten. Toll. Kikimoro Königin nerven. Tja. Das hätte ich vielleicht mal vorher lesen sollen, bevor ich den Kampf versucht habe mit. Kann ich getötet werden. Das ist natürlich ein super toll zu. Ich sollte vielleicht trotzdem das Silberschwert in die Hand nehmen, weil ich muss ja noch die kleinen. Ich muss ja noch die kleineren Viecher umhauen. Sehr langsam, aber so langsam war das Vieh nur auch nicht. Und das ist. Wenn die Brut umzuhauen hat beim letzten Mal ja auch nicht so unfassbar viel Erfolg gebracht. Da kommt das Vieh wieder raus. So, was sagt er jetzt hier Schönes? Ich werde versuchen, sie umzuwerfen. Um den Durchgang zu versperren. Ja, das einzige Problem ist, am Umwerfen, um den Durchgang zu versperren, ist, das funktioniert irgendwie so gar nicht, ne? Also, vor allen Dingen, ich müsste ja irgendwie, jetzt ist die große Frage, wenn ich hier in diesen Raum hier renne, ne? Wenn ich die ganze Höhle begrabe, wenn ich mich ziehe, dann kann ich der ganze Stützpunkt der Salamandra auf meinem Kopf. Ach so, hätte ich das machen müssen. Ah, okay, gut. Dann ist es jetzt einfach. Weil da vorne bin ich ja vorhin nicht durchgekommen. Na gut. Das ist ja einfach. Das ist ja richtig toll einfach. Na gut. Dann ist es ja. Dann ist die Mission ja doch nicht so schwierig. Ich muss ja eigentlich quasi nichts machen, außer bis zum Ende durchrennen. Das werde ich wohl gerade noch hinkriegen. Hoffe ich zumindest. Und vielleicht sollte ich vorhin meine Waffe ziehen. Falls ich noch irgendwas umhauen muss. Mit Igni kommen wir hier nicht weiter. So, ja, das hier nochmal. Blablabla. Stützen. Ja, ja. Wunderprächtige Stützen. Ich kann mir gar keine besseren Stützen vorstellen. Okay, das kann sich nicht abbrechen. Oder ekelhaft. Dann machen wir das Ding hier. Das Ding hier. So. Wenn ich die ganze Höhle begrabe, wird die Bestie das niemals überleben. Wenn ich nicht fliehe, landet der ganze Stützpunkt der Salamandra auf meinem Kopf. Aha, sie kann mich doch nicht mit einem Schlag töten. Aber ich hatte, warum ging das jetzt nicht mehr? Oder hätte ich jetzt hier noch ein bisschen im Kreis laufen müssen dafür? Hä? Das ging noch, gerade ging es doch noch. Verdammt. Das hat doch gerade noch so gut geklappt. Oder habe ich irgendwie aus Versehen eine Säule vergessen? Auf jeden Fall sollte ich nicht so verschwenderisch mit dem Mana umgehen. Das ist mir gerade aufgefallen. Kannst du das nochmal abbrechen? Hallo, ich will das nicht sehen. Das sehe ich nicht. Oder muss ich das Vieh jedes Mal damit treffen? Ich könnte versuchen, sie umzuwerfen, um den Durchgang zu versperren. So, wenn ich das jetzt so mache, hat das überhaupt Schaden davon? Ich glaube nämlich eher das nicht. Ich glaube, ich verschwende damit nur Zeit, ja. Ich glaube, das macht nichts. Wenn ich die ganze Höhle begrabe, wenn ich mich fühle, dann wird der ganze Stützpunkt der Salamandra auf. Aha. Das funktioniert irgendwie nicht. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig, wenn ich da stehe, wo ich gerne stehen würde. Also prinzipiell weiß ich, wie es geht. Nur ich scheitere bloß an der Ausführung. Das kann nicht so schwierig sein. Versuchen wir es nochmal in Famer, nochmal eine Runde. Das kann ja nicht so schlimm sein, oder soll ich? Am besten ich mache mal das Quicksave hier so. Ja, ich muss das Quicksave vielleicht nochmal umdenken, muss ich mich nicht neu. Falls ich nochmal fehle, muss ich halt nicht. So, jetzt. So, ja. Das ist so nervig, dass man die Sequenz jedes Mal angucken kann, aber ich kann halt nicht in Kampfsequenzen quicksaven. Was das irgendwie ein bisschen elendig macht. So, Nummer 1. Ich könnte versuchen, sie umzuwerfen,
um den Durchgang zu verstärken. Oder warte mal, muss ich vielleicht vorher in, muss ich in der Höhle vielleicht irgendwie... die ganze Höhle begrabe, die Bestie das niemals überlebt. Wenn ich ihn ziehe, dann wird der ganze Stützpunkt okay, jetzt der Salamandra auf meinem Kopf. Manu, warum... Nach welchen Bedingungen kracht man bitte schon zusammen hier? Also ich müsste mich irgendwie im vorderen Abschnitt, also die kleineren Viecher, die vergraben sich sowieso, sobald die Königin kommt. Ich sehe halt irgendwie nicht so richtig, nach welchem Prinzip das geht. Weil das scheint mir irgendwie sich völlig willkürlich zusammenzubrechen hier, das Elend. Also, ich weiß nicht, irgendwie... So, Nummer 1. Warte mal kurz ein bisschen die Ausdauer sich hin... Was? Ausdauer instant voll? Ist ja sehr nett vom Spiel. So, jetzt hier noch? Kann ich hier auch? Ah, hier kann ich auch. Die ganze Höhle begraben. Wenn ich nicht friere, landet der ganze Stützpunkt der Salamandra auf meinem Kopf. Ach so, das der Zusammenbruch ist bereits, okay, gut. Gut. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, das ist in der Tat richtig, aber vorher plündern wir hier, weil das Ding hat auf jeden Fall noch eine Essenz bei. Oha. Der Bericht des Professors bereits zum Abschied. Kikimorenzorn? Aha. Kikimoren-Königsnerv? Henkersgiftserum? Vergiftung? Buch des Volvian? Außergeheuerliches gestohlene Hexagramm mit seinen Formeln und Tränke und Bericht des Professors. Oh, verdammt, ich wollte endlich erstmal lesen. Oh, Mann. Kommt jetzt die Tipp. Was? Muss ich jetzt rennen? Ich will nicht rennen, ich will vorher lesen. Na, ich muss rennen. Warte mal, vorher möchte ich ja nicht lesen. Liste der Verdächtigen. Prinzessin Ada hat die Salamandra unterstützt. Ich muss diese Information zu Triss bringen. Ach, das ist ja schön, war Bericht des Professors. Muss ich leider die Vorzüge unserer Allianz mit Prinzessin Ada in Zweifel ziehen. Die Schlampe ist unglaublich verwöhnt und schwer zu überzeugen. Sie war nicht in der Lage, einen Notstand herbeizuführen und ihre plumpe Fälschung führten den Hexer auf ihre Spuren. Vorerst halten wir Wort und spielen Adas Spiel mit. Da Foltest jedoch bald zurückkehren dürfte, sollten wir den zweiten Teil unseres Plans in Angriff nehmen. Das Problem mit Gerard von Rieber werde ich wohl selbst lösen, denke ich. Schnell und drastisch. Allerdings muss ich darauf bestehen, dass ihr nicht mehr als Hurensohn von ihm redet. Derlei Namen sind völlig unzutreffend, unangebracht und qualvoll primitiv. Die überbrachte Substanz ermöglicht uns, wie erwartet, die Kikimoren und deren Mutter zu kontrollieren. Wenigstens funktioniert das Labor einwandfrei, sodass wir die Geheimnisse von Kaer Morhen anwenden können. Das ist ja schön. Gut, aha, dann wissen wir also jetzt das. Wo haben wir hier noch den Abbrief zum... Briefenwurf des Professors. Azar, ihr Narr! Ihr habt nicht vorhergesehen, dass der Knabe Alvin, dem wir so große Hoffnung setzten, instabile Portale öffnen kann. Kurz nachdem wir ihn geschnappt hatten, verschwand das kleine Aas einfach. Er hatte solche Angst, dass er kaum aufrecht stehen konnte und dennoch ist er uns entwischt. Ich habe mein Vermögen ausgegeben, um die Teleportationsspuren aufzuspüren. Daher weiß ich, wo er ist. Aber mir fehlen Leute und ich kann ihn meinen Schwachköpfen nicht hinterher schicken. Ich habe beschlossen, einen Mann zu schicken, den wir prüfen müssen. Gewiss, ich hege Zweifel an seiner Loyalität, aber wir werden den Jungen so oder so finden. Sendet eure Leute unverzüglich in das Dorf Trübwasser. Wenn mein Sendbote nicht mit Alvin zurückkehrt, bis sie dort sind, solltet ihr ihn töten und das Kind zu euch bringen. Ins Labor. Sputet euch. Zeit ist der entscheidende Faktor. Mhm. Beringer wohl losgeschickt, um Alvin zu suchen. Ich werde ihn wo finden, wenn ich den Jungen finde. Ah, ja. So viel dazu. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles, was man lesen muss und dann, was haben wir hier noch alles Schönes? Unbekanntes Öl und Hundetag. Ich meine, das ist, wackelt hier irgendwie gerade alles. Dass ich glaube, ich muss mich irgendwie... Eile? Oh, laden? Okay, laden. Es lädt lange. Oh, wir sind übrigens am Deich. Vor allem müssten wir noch eigentlich Triss warnen, oder nicht, oder? Auf jeden Fall, dann hat ja Ole Dingsda-Muster verraten, ne? Der Lustige, dessen Namen ich gerade spontan wieder vergessen habe. Also so spät ist es doch noch gar nicht. Oh! Ach, was seid ihr denn? Ach, da hinten ist Ada. Schon wieder Knast. Oh, guck mal, da hinten sind die lustigen Vampire. Oder? Ich hätte wissen müssen, dass ihr herausfindet, wer die königlichen Siegel gefälscht hat. Es war ein Fehler, nur den Ungeheuertöter in euch zu sehen. Aha. Je besser man mich kennt, desto beeindruckender werde ich. Ist es möglich, dass ihr doch nicht alles rausgefunden habt? Wohl kaum. Ich weiß, dass ihr die Abwesenheit eures Vaters für einen Staatsstreich nutzen wolltet und dass ihr mit den Salamandra verbündet seid. Meine Pläne bleiben bestehen. Und ihr haltet mich nicht auf. Ich verurteile euch zum Tode. Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Eure Hoheit.
Tut mir leid, Geralt. Das Gesetz schläft niemals. Als Verurteiltem steht mir ein letzter Wunsch zu. Ein letzter Kuss von euch. Aha, den kriegt er auch? Eine skandalöse Bitte. Doch der letzte Wunsch ist heilig. Nun gut. Wie ihr wünscht, Hexer. Er wurde teleportiert. Dafür wird jemand bezahlen. Aha, war das so geplant von Geralt oder hat er das jetzt einfach nur so aus... war das wirklich sein letzter Wunsch? Seeufer übrigens. Wir verbringen ja eigentlich nur Zeit in Ladesequenzen. Hey, Kapitel 4 übrigens. Oh, ist das ein klassisches Drama mit 5 Kapiteln? Was ist das für eine lustige Stadt? Kennen wir die? Sieht so ein bisschen orientalisch aus. Also ein bisschen sehr eigentlich. Aber Leute mit blonden Haaren passen nicht in Gebiete, die orientalisch aussehen. Die Stadt im Hintergrund sieht zum Beispiel so richtig doll nach Wand aus. Wie jetzt? Ihr seid aus dem seltsamen Loch im Himmel gefallen. Ja. Yep. Kluges Mädchen. Mutter sagt, ich mische mich immer ein. Vielleicht. Ich weiß alles. Fragt mich. Ich habe eine Stadt gesehen, genau das. Ich habe eine Stadt gesehen. Die versunkene Stadt eines uralten Volkes, voller Schätze und Ungeheuer. Jetzt wohnen Fischleute dort. Ich fürchte sie. Aber der eine, der bei der Statue der Herrin sitzt, scheint nett zu sein. Ich verliere den Überblick. Und manchmal bringe ich den kranken und armen Elfen Fische, wenn der König der Fischer sie fängt. Und auf der Insel kann man der Herrin begegnen. Die ist noch schöner als Alina. Sie verzehren sich auch. Ich kapier gar nichts mehr. Dumme Erwachsene, wie könnt ihr euch um uns kümmern, wenn ihr nichts versteht und euch ständig verzehrt? Was ist das hier für ein Ort? Das hätte ich vielleicht mal als erstes fragen sollen. Was ist das für ein Ort? Das ist das Ufer. Dahinter liegt Trübwasser und dahinter sind Felder. Mit einem Boot kommt man zur Insel. Die Insel. Du weißt aber viel. Ich weiß alles. Fragt mich. Mach ich gerade. Was ist denn in letzter Zeit passiert? Was ist hier in letzter Zeit passiert? Alina, die Tochter des Dorfpropstes, heiratet bald. Wegen Gold, sagt Mutter. Gut. Mutter sagt auch, dass sich Alinas Schwester, Celina, nach Julian verzehrt. Er ist Alinas Verlobter und lebt im Gasthaus. Was heißt eigentlich verzehren? Dass sie Julian wirklich mag. Verzehren! Oh, Julian sehnt sich nach Alina, Celina sehnt sich nach Julian und Alina mag Julians Gold, sehnt sich aber nach Adam. Erwachsene sind ja so dumm. Dreiecksbeziehung! Unbestreitbar. Ich weiß alles. Fragt mich. Okay, ja, wer bin ich? Haha! Weißt du, wer ich bin? Euer Haar ist weiß, wie bei jedem Opa. Ihr seid hässlich, aber ich mag euch. Toll! Ein Glück. Ich weiß alles. Fragt mich. Ah ja, ist das Ufer sicher? Ist das Ufer sicher? Ja, manchmal kriechen die bösen Fischleute aus dem Wasser und vertreiben den komischen Fischmann. Ich verstecke mich dann unter der Hütte des Fischers. Schlau. Natürlich. Ja, viel Spaß. Pass auf dich auf. So, wo zur Hölle bin ich hier? Orte Seeufer, mach mal einmal die Karte an. Weil ich möchte... Wie viel Benutzermarkierung kann ich denn noch setzen? Konnte ich die Karte nicht mal zoomen? Achso, hey. Wir sind hier. Das ist eigentlich gar nicht so weit weg. Ich meine, wir waren im Sumpf schon. Und der Sumpf war eigentlich nur eine kurze Busfahrt. Also das ist, wir würden eigentlich relativ schnell wieder nach Fusima kommen. Jetzt soll davon ausgehen, dass ich sowieso nicht nach Fusima will, aber... So, ach, wurde der Neupriester. Grüß dich, Mensch. Herzol, wohl bald, Herr. Hat der eine Gasmaske auf? Oh, Graulol. Und ich bin Geralt. Ich freue mich, euch zu treffen. Tolbol, Tolgrol? Ich spreche eure Sprache nicht. Ajolaol, ich euer Sprach gut sprechen. Yay. Offensichtlich. Reden wir. Ihr kniet vor Herrin, wir reden. Ihr nicht kniet, ihr müsst Dragonlaol bald hohl sein. Wir nicht reden. Also muss ich der Herrin des Sees die Ehre erweisen. Genau. Na gut, ich knie vor niemanden. Ach komm, mit so einer Haltung kommt man nicht weiter. Und knien ist prinzipiell nicht das Problem. Man muss ja auch mal big sein. Na gut. Na gut.
Hauptsache, da hängen keine tollen magischen Rituale dran, ne? Ah. Mhm. Oha, ob das noch welche Konsequenzen hat? Ne, scheinbar nicht. Oh, krieg ich jetzt noch... Reden! Gohl, Bohl! Tal, Hohl! Habt ihr einen Abend? Ist alles in Ordnung? Was heißt Hexer in eurer Sprache? Gut zu wissen! Was heißt Hexer in eurer Sprache? Witschmolol, Bohl! Witschmolol? Witschmolol, Bohl! Bohl sein müssen! Ohne Bohl heißt... Idiot. Also gut. Ich bin... Witschmolol Bohl. Ja, so ihr seid. Hey, so ich bin. ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Meine Traurigkeit groß. Kein Frieden in mein Haus. Es tut mir leid, das zu hören. Reden. Gohl, Bohl. Tal, Hohl. Mhm. Also Witschmolol heißt schon mal Idiot. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, brauchst du ein Schwert? Habt ihr Arbeit für einen, der mit dem Schwert umgehen kann? Gohl, Bohl. Menschen große Feinde der Wodjanoi. Die großen Hexer anheuern, viel Wodjanoi töten. Großer Hexer bei Gruft. Wir Menschen lieben wollen, aber sie schwimmen in unser Wasser. Habe ich euch richtig verstanden? Noch ein Hexer? Raoul, lol. Ist so, er weglebt, Gule in Gruft. Ich muss mit ihm sprechen. Lebt wohl. Er weglebt? Ich muss reden, wenn er jetzt seine Aufgabe von ihm vor mir übernommen hat. Also, das ist weglebt, finde ich, ist ein geniales Wort. Oh, guck mal, ist das denn die lustige Dryade von ihm? Ne, ist eine andere, aber... Es ist eine Dryade, oder? Meine grün leuchtende Frauen, wie viel hat man davon? Hallo! Willkommen, Krieger. Ah, ne, die hat ein bisschen Wasser zu. Seid gegrüßt. Wäre mein Leid nicht, würde ich nur zu gern mit euch schwimmen. Was betrübt euch denn? Reden wir. Ja, wer bist du denn schon wieder? Wer genau seid ihr? Eine Najade, eine Wassernymphe. Ah! Ich diene der Herrin des Sees. Okay, also doch keine Dryade, sondern eine Wassernymphe. Sieht aber fast genauso aus vom Design her. Na gut, Leid. Ihr habt ein Leid erwähnt. Wahrhaft schrecklich. Ich habe meine prachtvolle Türkishalskette verloren, als ich im Mondschein schwimmen war. Ein Geschenk der Herren des Sees. Wo seid ihr geschwommen? Für gewöhnlich bade ich im See, doch in jener Nacht wagte ich mich in den Fluss in der Nähe des Dorfes. Leider lauern dort die Ertrunkenen, die von Zephyr angeführt werden. Tja, und wer soll es Zephyr? Wer ist Zephyr? Einst war er einer der berühmtesten Diebe Vysimas. Er bewegte sich so lautlos wie der Wind. Und hübsch war er obendrein. Und jetzt? Als er einst durch die Kloaken floh, erwies sich seine Beute als zu schwer. Er wurde einer der ertrunkenen Toten, aber alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Stiehlt er immer noch? Gewiss. Zweifellos hat er meine Halskette gestohlen. Und die Ertrunkenen beschützen ihn. Aha. Naja, denn ich werde mal nach deiner Halskette gucken, vielleicht sehe ich das Ding. Ich werde nach eurer Halskette suchen. Wunderbar. Ich habe kein Gold, um euch zu bezahlen, aber vielleicht finde ich etwas anderes, das euch von Nutzen ist. Dann sind wir uns einig. Ich warte am Ende des Strandes auf euch, in einer verzauberten Lagune. Wie finde ich Zephyr? Wie finde ich Zephyr? Wenn ihr genügend Ertrunkene erschlagt, erscheint er selbst, um nach dem Rechten zu sehen. Vergesst nicht. Ertrunkene kommen nur in der Nacht heraus. Ja, dann machen wir das am besten gleich. Wie finde ich die Ertrunkenen? Wo finde ich die Ertrunkenen, die Zephyr beschützen? Sie versammeln sich nachts hier am Ufer. Wenn ihr ein Boot ausleiht, könnt ihr zur Insel gelangen, wo ihr noch mehr von ihnen findet. Manche treiben sich in der Nähe des Dorfes rum. Na gut, dann viel Spaß noch. Lebt wohl. Viel Spaß beim Schwimmen. Na gut, dann haben wir direkt mal eine Quest. Dachte ich, ist das resolute Mädchen. So, was haben wir? Guck mal, da hinten ist wieder ein lustiger Stein, der irgendwas kreistige geschwundene Magie. Was auch immer der machen wird, wahrscheinlich rennen. Warum macht das eigentlich immer dieses dumme Zeichen, das Jurtenzeichen? Was macht das Jurtenzeichen? Ich habe das letztes Mal schon geguckt. Ach ja, lustige Zeichen, die irgendwie nichts bringen. Und kann ich die Steine hier auch noch einzeln klicken? Nee. Also, ich hätte gerne mal andere Zeichen. Noch ein Lagerfeuer. Ich könnte hier. Habe ich erfahren, aber könnte ich leveln? Fällt mir gerade so auf. Geschickter Hexer bin ich übrigens. Ich glaube, ich kann nicht leveln. Na gut, dann leveln wir halt nicht. Dann gucken wir erstmal den Strand an. Ist ja immer schon mal was Neues. Aber ich denke mal, das ganze Strand angucken mache ich in der nächsten Folge, wenn es da wieder heißt Witcher. Bis dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüdelün. Ich würde mich sehr über Kommentare und Daumen nach oben freuen. Was ist das für ein Affe? Macht's gut.